Der Müll in Berlin nimmt leider überhand und viele Stellen sehen leider so aus. Das Problem ist auch, wenn so etwas angefangen wird, kann man zusehen, wie es immer mehr wird. Jeder Bürger, wie ich und du, können in der Ordnungsamt-App das auch melden. Die kann man sich überall herunterladen. Das sieht dann so aus, wenn man die öffnet, und kann dann eine Meldung machen. Entweder man hat schon ein Foto aufgenommen, macht ein Foto vor Ort oder schickt eine Meldung ohne Foto. Wir machen hier mal mit Foto, machen ein Foto von dem Müllberg, den wir hier vorgefunden haben. Somit ist es drin. Dann geht es um den Standort. Entweder man weiß, wo man sich befindet, oder macht die Standortsuche an. Und dann müsste das Handy das selber finden und auch alles eintragen. Falls es nicht funktioniert, kann man auch selbstständig den Bezirk auswählen. Hier sind alle 12 Bezirke von Berlin drin. Wir befinden uns in Mitte. Wir befinden uns Alt-Moabit. Wenn wir keine Hausnummer in der Nähe haben, können wir auch eine Baumnummer nutzen. Rechts von uns befindet sich der Baumnummer 182. So, ein Schritt weiter müssen wir die Meldung beschreiben. Den Betreff wäre hier Abfall. Da müssen wir gucken, kann man verschiedene Sachen auswählen. Über Abfall, Baumschutz, Baustellen, Drogenutensilien, Feuerwerk. Also hier ist alles, was das Ordnungswidrigkeitengesetz hergibt und andere Gesetze verbietet oder bebußt werden kann, ist hier aufgeführt. So, wir haben hier einmal Müllablagerung, weil es hier sich um verschiedene Sachen handelt. Dann können wir noch eine kurze Beschreibung eingeben. Ich würde jetzt hier, da wir vor einer Grünanlage sind, eingeben vor Grünanlagenschild. Hier kann man noch einmal alles überprüfen, ob man alles richtig eingetragen hat, und klickt auf Absenden. Die Meldung wird dann zu der ZAP weitergeleitet, die zentrale Anlauf- und Beratungsstelle. Und zum Beispiel hier kann man dann gucken in der App. Das hatte ich am 30.03. gemeldet, es war eine Müllablagerung am Luise-Schröder-Platz. Hier sieht man dann den Status der Meldung in Bearbeitung, und eine Rückmeldung kam auch schon, dass der Hinweis zur Stadtreinigung weitergeleitet wird, und somit wird der Müll in kurzer Zeit auch abgeholt.